Dir geht's gut, Vicky. Da freue ich mich. Ja, mir geht's auch gut. Ich weiß das schon gar nicht mehr, wie das hier so losging. Return to Jurassic Park. Ach ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir heute damit einfach mal ein bisschen Zeit verbringen. So muss das sein. Ich weiß gar nicht mehr, was du da... Das ist so cool. Es wird noch viel besser, Mr. Cabot. Glauben Sie mir. Beim ersten Mal habe ich Ihnen nicht geglaubt, John. Ach, diesen Preis muss ich wohl bezahlen. Wir haben alle unsere Zweifel, John. Aber wir wollen glauben. Wir brauchen nur Sicherheiten. Wie ist es, einen Dinosaurier zum ersten Mal zu sehen? Wie am Anfang einer Beziehung. Es ist faszinierend. Da steht Inge! Sich plötzlich Fangzähne und Klauen zeigen. Das ist wirklich ein tiefgründiger Moment. Jedenfalls hatte ich diesen Eindruck. Deshalb muss der Jurassic Park fortbestehen, Dr. Brandt. Ich möchte, dass die Welt diese Momente ebenfalls erlebt. Manche Erinnerungen an diesen Ort bräuchte ich nicht unbedingt. Genau deshalb habe ich Sie alle gebeten, die Reise erneut zu machen. Wenn Sie früher Teil des Prozesses geworden wären, wäre unser erstes Mal hier anders gelaufen. Diesen Fehler begehe ich nicht nochmal. Wir geben Ihnen die Chance, das zu beweisen, John. Und vor allem geben wir diesen Dinosauriern die Chance, in Harmonie mit der modernen Welt zu leben. So unsicher und töricht das auch klingen mag. Ich werde es Ihnen allen zeigen. Und Ihnen, Dr. Rucker, werde ich das Gegenteil beweisen. Es gibt ihm ein erstes Mal. Ach, ich genieße das, ne? Ach, diese Dinos dort. Was schreibt die Vicky? Hab gehört, wolltest den Berliner Jung bald mal besuchen? Ja, mich ärgert das, dass ich das im Urlaub... kann ich hier kurz auf Pause drücken? Mich ärgert das, dass ich das im Urlaub nicht hingekriegt habe. Ich glaube, der Danny hat auch so viel um die Ohren gehabt. Aber der wohnt ja nicht so mega weit von mir. Also ich sag mal, so in knappen 2 Stunden bin ich ja bei ihm, wenn ich mit dem Auto fahre. Und das wird definitiv, wird das mal noch gemacht. Die Anfangsmelodie ist einfach Nostalgie pur. Auf jeden Fall, Matze, mir geht's ganz genauso. Das ist Kindheit. Der Witwenmacher ist auch da. Melde mich wie befohlen, mein Gott. Ich grüße dich. Schön, dass du einschaltest. So. Wie Sie sich vorstellen können, herrscht auf Isla Nublar ein ziemliches Durcheinander. Wir brauchen also einen genauen Arbeitsplan. Ja, gewissermaßen eine Rückkehr an den Ort des Verbrechens. Welches Verbrechen denn? Überheblichkeit. Etwas, das diesmal etwas gewissenhafter gehandhabt wird, John. Ich gebe zu, ich war ein wenig zu enthusiastisch. Und dass es einige Schwachpunkte gab. Deshalb habe ich den jungen Cabot Finch mitgebracht. Also, was ist denn Ihr Forschungsbereich, Cabot? Business. Business? Toll. Das hat uns hier gerade noch gefehlt. So, ich muss mich hier jetzt erstmal... Oh, eingehende Übertragung, jetzt kriegt man erstmal unsere Quest. Nachdem ich alles mit Mr. Hammond evaluiert habe, müssen wir einen Ankunftsort festlegen. Danach können wir die wichtigsten Anlagen erneuern und einen Ranger-Außenposten einrichten. Wir? Nun, eigentlich Sie, Dr. Grant. Und Dr. Sattler und Dr. Markham. Viel zu tun, aber es klingt recht einfach. Sie sind wohl wirklich ziemlich unbedarft. Was, Finch? Es tut mir so gut, ich würde mir dieses Bild von John Hammond einfach ausdrucken und an die Wand hängen. Ich liebe diesen Mann. Wir sollen einen Ankunftshelipad bauen und den mit dem Wegnetz verbinden und einen Ranger-Außenposten und für dessen Anbindung sorgen. Leute, das kriegen wir doch hin, würde ich mal sagen. Ach ja, die Chaos-Theorie-Diskussion im Heli, noch immer einer der ersten Filme, an den ich mich erinnern kann. Sauber, David. Und das, und da sind wir wieder. Hallo zusammen, ich grüße dich, Necro. Ich habe jetzt die Tage die Collector's Edition von Far Cry 6 vorbestellt. Na, sauber, Witwenmacher. So, wir wollen mal die Mission starten. So, unten rechts steht, die Kameraposition ist eigentlich ziemlich gut gewählt für dieses Spiel. So, ich muss jetzt hier erstmal wirklich gucken. Warum? Achso, wir müssen erstmal sowieso diesen Ankunftshelipad bauen. Das ist, glaube ich, hier bei Betriebsgebäude. Ach, guck mal, da ist er doch. Wie konnte man den Winkelsnap umschalten? Genau. Ich glaube, ich nutze mal den Weg hier so.
Ich muss auch ein bisschen wieder rinkommen. Oh, jetzt kommt wieder der Monk in mir durch, ne? Ihr kennt das, also manche, die das Let's Play geguckt haben. So, wir haben dort nämlich kleine Stromanbindung. Oh, siehst du die Steuerung? Das geht aber schon wieder gleich so ein bisschen von der Hand hier. So, tun wir das hier mal mit dem Wegnetz verbinden. Linus ist am Start. Grüß dich, Christian, und grüße den Chat. Naja, das können wir nur zurückgeben. So, dann müssen wir mal gucken. Sag mal, ist hier irgendwo ein Kraftwerk? Da ist ein Kraftwerk, was aber kaputt ist. So, bauen Sie einen Ranger Außenposten. Okay, und dann müssen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen... Das ist halt das Coole, dass hier in diesem DLC so ein bisschen die alte Optik da ist von den Betriebsgebäuden. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich geil. Ich will das hier mal so irgendwie... Ja, ja, das sieht doch gut aus. So, machen wir noch Erwägelchen. So, gucke mal. Und dann müssen wir, glaube ich, erstmal mit dem Ranger-Fahrzeug hier durch die Kante fahren und erstmal wieder ein bisschen ganz machen. Ich habe hier ein bisschen Angst wegen den Dinos. Vor allem dort, so ein Velociraptor. Ist das nicht schön? Ich wollte die unbedingt haben als mega Far Cry-Fan. Na dann, gönn dir, mein Guter. Gönn es dir. Also ich tue es dir auf jeden Fall gönnen. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, erstmal das Fahrzeug lenken. Reparieren Sie das Besucherzentrum. So, wir tun jetzt hier erstmal reparieren und so weiter. Ich fahre mal den Weg hier. Etwa nervös, wieder hier zu sein, Dr. Grant? Hier ist ja so viel kaputt. Als ich hier war, musste ich flüchten. Ich will sicherstellen, dass das, was passiert ist, nie wieder passiert. So, dann fahren wir hier erstmal ganz kurz den Zaun lang. Andererseits habe ich hier die Gelegenheit mit lebenden Dienern. Siehst du, jetzt fährt er hier schon lang? Läuft er hier schon lang? Völlig, Dr. Grant. Und Mr. Hammond scheint davon überzeugt zu sein, dass hier alles wie geplant laufen wird. Und wie beabsichtigt. Oh, es war so eine gute Entscheidung, dieses Spiel zu spielen. Ich genieße es gerade. Ist etwas, worüber ich ausreichend verfüge, Dr. Grant. Fürs Erste müssen wir das Erdwärmekraftwerk reparieren. Okay. Okay, wir machen danach ein bisschen Gas. Kümmern wir uns um das Besucherzentrum. Ist es erst repariert und mit Strom versorgt, haben wir eine solche. Oh, wir sind hier irgendwie am Ende der Map. Warum will er denn hier nicht lang? Oh, toter Dino, hier geht schon böse los. So gut. Wir müssen reparieren. Mensch, der Nadrik ist auch am Start. Ich grüße dich. Und einen schönen Sonntag dir natürlich auch, ne? So, was haben wir denn hier noch? Hier ist auch noch irgendwas kaputt. Einfach geradezu, aber da war ich doch gerade. Jetzt muss ich hier aber mal ganz kurz gucken. Ah, so. Wie ging das hier? Ich konnte doch hier mein Ranger-Team direkt so wählen, genau. Fahrzeug lenken, okay. Kann ich hier durch das Tor fahren? Das müsste doch eigentlich funktionieren. Sehr gut. Der Rudi ist auch da. Ich grüße dich. Und Rudi, an der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank für dein schönes Kommentar. So, wo war denn jetzt denn noch? Ebenfalls widerwillig. Aber dann habe ich realisiert, dass ich noch abgeneigter wäre, nicht herzukommen. Denn die Zeit läuft weiter, wie sie es immer tut. Bauen Sie im Besucherzentrum ein Forschungsmodul? Es besteht kein Zweifel daran, dass dieser Ort momentan der wichtigste auf Erden ist. Möglicherweise. Aber was ist mit Dr. Grant? Er und ich sind ein Team. Durch dick und dünn, verstehen Sie? Ja, nun, Chaos, Dr. Sattler. Die Chaos-Theorie lässt mich zweifeln, ob wir es wirklich besser machen oder das Unvermeidbare nur weiter hinauszögern. Es geht um Verantwortung. Als wir das letzte Mal hier waren, waren wir Hammonds Gäste. Diesmal sind wir seine Partner. Wir haben Mittel und Wege, es anders zu machen. Ambitioniert, Dr. Sattler. Sehr ambitioniert, aber ich mag Ihre Einstellung. Gut. Ich brauche ein Forschungsmodul als Teil des Besucherzentrums. Dann kümmern wir uns um die verschiedenen Zonen. Ich will den gerade hier so ins Wort fallen, wisst ihr? Ich meine, wir haben ja beide gesehen, wie effektiv
Zäune in der Vergangenheit waren. So, wir sollten hier auch unbedingt mal ganz kurz zauen. Aber ich mache wirklich erstmal die Reihenfolge, wie die das wollen. Guck mal, du hast hier einen, der ist ein bisschen scheiße drauf. Ein Velociraptor ist Gefahr für die Gäste. Da werde ich auch mal ganz kurz den Bunker hier aktivieren, damit hier kein Scheiß passiert, ne? Der MP-Killer ist auch da. Huhu, ich grüße dich. So, und dann sollen wir das Forschungsziel elektrischer Kabelzaun. Warte mal, das ging doch hier, genau. Seht da, man kommt wieder rein von der Steuerung her. Ach, guck mal, da ist er. Hallo, Mr. DNS. So, elektrischer Kabelzaun. Das erforscht man natürlich. Wütende Dinosaurier. Ich kann uns allen Zeit sparen und vorab erklären, was passieren könnte. Und dass all das womöglich früher eintritt, als irgendjemand glauben möchte. Mich selbst ausgenommen. So, wir lassen die Dinos hier noch. Oh, guck mal, die sind hier alle tot. Die müssen wir eigentlich mal alle. Guck mal, Transportteam, das kann entfernt werden. Entfernen. Gut, betäuben Sie 3 Velociraptoren und transportieren Sie die ins Gehege. Wir erhalten Berichte von verletztem Personal. Velociraptoren. Wir müssen sie ins Raptorengehege verfrachten. Sind Sie nicht ein Experte für Velociraptoren, Dr. Grant? Nun, man kann durchaus behaupten, dass Dr. Grant und Velociraptoren sich von früher kennen. Wenn man sein ganzes Leben lang ein Tier studiert, muss man dennoch die harte Realität akzeptieren, dass genau dieses Tier einen bei einer Begegnung töten würde. Sie sind ihnen jedoch begegnet. Ohne Jurassic Park wäre das nicht möglich gewesen. So. Er war also nicht umsonst. Wir machen hier erstmal zu. Er verschaffte mir durchaus eine Menge. Ja, Ranger-Teams, wir wissen Bescheid. Ich will jetzt erstmal ganz schnell die Gehege hier zumachen. Dann müssen wir ja eh erstmal, ACU hieß die Einheit hier, glaube ich. Wegen... Ach nee, das hat ja der Ranger gemacht. Ach, seht ihr, Leute, ich muss hier auch erstmal wieder... Nicht Fahrzeug lenken. Ich muss hier auch erstmal wieder ein bisschen rin. Ranger-Team. Aufgabe hinzufügen. Man konnte den doch betäuben. Da. Wo sind die anderen? Ist das... Das ist ein Velociraptor. Der einen Zaun gerade kaputt gemacht hat. Ist das nicht wunderschön? Okay, wir können nicht mehr Aufgaben machen. Okay. Hat der Eiermaler echt einen Zaun kaputt gemacht? Du ahnst es nicht. Ich will mal noch ein Team dazu holen. Das ist in der Basis. Und da werden wir mal auch Aufgaben hinzufügen. Eh mal den Zaun hier ganz machen. Ah, ich komme wieder rein. Das ist natürlich meine Frage. Ach, da ist der eine, der betäubt ist, betäubt werden soll. Ah, es ist blöd, wenn es dunkel ist, ne? Repariert Zaun. Aufgabe hinzufügen. Betäuben. Den. Gut, jetzt ist das auf jeden Fall erstmal alles aktiviert. Wir können die transportieren. Das Velociraptorengehege war hier, ne? Ja. Das ist das Dilophosaurus-Gehege, Christian. Was stimmt denn mit dir nicht? Ich glaube, das Gehege ist hier. Ach, komm. Ach, die sollen da rein. Die sollen da rein. Da muss ich den ja jetzt nochmal transportieren dann. Und vor allem nochmal betäuben. Och komm. Hier, die sollen hier rein. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ins Velociraptorengehege. Okay, Leute, kann passieren. Kann passieren. Mensch, Süppchen ist auch wieder da. Ich grüße dich. Der Jasmin, ich habe heute Liter auf 4 Sterne Bronze gezogen im Liga-Loot. Na, GZ, mein Guter. GZ. Und der Contra ist auch mit am Start. Hallöchen, Popöchen. So, jetzt muss ich nur gucken, weil ich muss den hier nämlich gleich wieder betäuben. Der muss nämlich, der ist da falsch. Der ist da einfach falsch. So, wir wählen schon mal auf Kurzwahl hier so ein Ranger-Team. Aufgabe hinzufügen, betäuben. Und sobald der unten ist, muss er halt leider gleich wieder betäubt werden, ne? Das habe ich ein bisschen verkackt. Und sonst alles klar bei euch, habt da... Ein schönes Wochenende bisher gehabt, das hoffe ich natürlich auch. Sag mal, hat er den hier immer noch nicht?
betäubt. Das ist ja irre, ne? Der geht jetzt erstmal gemütlich einen Zaun reparieren. Na, warum denn nicht? Kann man machen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Rest dann hier handhaben. Und vielleicht wird es ja irgendwann auch mal wieder Tag, ne? So. Oha, was schreibst du? Meine Männer sind krank, aber sonst alles gut. Oha, schlimme Männergrippe, da ist nicht mit zu scherzen. Der Witwemacher hatte ein cooles Wochenende, das ist schön. Und wie geht's mir, fragt Süppchen, sehr gut. Ich habe gestern, ihr habt ja gesehen, ich habe ja gestern Abend dann nicht mehr gestreamt. Ich habe nämlich gestern mit meiner Frau Film geguckt und wir haben tatsächlich, wir waren dann so im Flow, haben uns zwei Filme reingezogen. Einmal auf Amazon Prime hier irgendwie das Haus der geheimnisvollen Uhren mit Jack Black, Jack Black, man kennt ihn, das haben wir uns reingezogen. Der Film war echt cool gewesen. Also er hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich mag ja so eine fantastischen Filme, sage ich jetzt mal. So ein bisschen Fantasy-Mist und sowas. Das ist ja schon so meins. So, wir können den Bunker hier mal wieder öffnen. Und danach haben wir dann noch irgend so einen Film geguckt mit Pyramide irgendwas. Da war so eine Truppe, die so dann so eine Pyramide sich angeguckt hat. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Einfach Pyramid oder irgendwie sowas. Und da war dann hier, ja, die haben, ich weiß nicht, wer die Film vielleicht noch sehen will. Waren die dort unten? Da ist dann halt ein bisschen was passiert. Der Film kam so ein bisschen low budget rüber, aber war tatsächlich, ja, ziemlich geil. Jack Black ist aber auch eine Granate, schreibt hier der David. Sehe ich ganz genauso. Ich mag den. Ich mag den wie die Sau. Ey. Fährst du mal? Der ist hier schon oben bei den... bei meinen Pflanzenfressern. Klingt nach einem schönen Abend. Auf jeden Fall, Süppchen. Auf jeden Fall. So, guck mal, der wird schon transportiert. Guck mal, jetzt ist er doch da. Also irgendwo hier im Wald ist gerade das Gefecht. Ach nee, da. Ey, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Lass meine Triceratops in Ruhe. Ach, guck mal. Ist die Mehrzahl von Triceratops Triceratopse? Das ist jetzt hier die Frage. So, wir tun den mal in das Gehege hier mit reinmachen. Ja, den Teil haben wir damals auch im Let's Play mitgespielt. Also, ja. Unser Ziel ist, alles unter Kontrolle zu bekommen. Richtig? Kontrolle? Nein. Nein, Finch. Das Maximalziel auf Isla Nublar ist ein gelenktes Chaos. Und deshalb sind Sie hier, Dr. Malcolm. Oh, ich dachte schon wegen meines Humors. Wir müssen Jurassic Park kontrollieren können, ob Chaos oder nicht. Dann können wir größere Pläne besprechen. Sehr gut. Alan und ich sind noch nicht sicher, ob wir den Park für Touristen freigeben sollen. What? Das ist eine Untertreibung. Ich verstehe Ihre Bedenken. Aber alles zu seiner Zeit. Und ich erinnere mich an die Menschen, die ihre Grabungsstätte in den Badlands besuchten. Sie verlangten Eintrittsgeld, oder nicht? Diese Spenden finanzierten unsere Forschung. Genau wie ich. Dafür sind wir dankbar. Die labern sehr viel, aber ne? In Wahrheit machen wir hier im Jurassic Park nichts anderes, Dr. Sattler. Zugegeben, vielleicht in etwas größeren Dimensionen. Und mit mehr Theatralik und Butterpopcorn. Ich hasse Butterpopcorn. Wir kennen Ihre Vision, John. Aber die Ausführung muss besser funktionieren. Deswegen sind wir alle hier, um sicherzustellen, dass dieser Traum, mein Traum, nicht stirbt. Ja. Und es gibt noch einen weiteren großen Unterschied. Twisten, ich grüße dich, hallo. In Montana haben Ellie und ich Dinosaurierfossilien ausgegraben. Hier sind es die Dinosaurier, die uns begraben wollen. Und ist das nicht aufregend? Sie müssen wirklich lernen, wann man besser den Mund hält, Finch. So, Leute, wir haben den ersten Teil geschafft, glaube ich. Es klingt so richtig. Ich brauche es als Klingelton. Ranger-Team-Planung ist jetzt verfügbar und Forschungstempo ist jetzt verfügbar. Einiges an Aufgaben, was man hier noch machen muss. Naja, wir gucken. Was soll man als nächstes machen? Bei uns ist alles klar, Twist. Wissenschaftlichen Daten wiederherzustellen und zu organisieren. Dr. Wu hat jede Menge Material hinterlassen.
Nach Nedrys Sabotage ist es ein Wunder, dass wir überhaupt eine Grundlage haben. Oh. Das stimmt. Danke. Aber durch den Sturm, die Dinosaurier und Nedrys Computersabotage wurden die Akten und Unterlagen stark in Mitleidenschaft gezogen. Glauben Sie, Sie schaffen das? Wenn wir Dinosaurier erschaffen können, sollten wir auch mit Papierkram und Computerdaten klarkommen. Können wir denn Dinosaurier erschaffen? Oder nur beeindruckende Nachbildungen? Sie leben... Danke, alle. Danke, ihr Lieben. Ich will, dass Sie wissenschaftlich gesehen so fehlerfrei wie möglich sind. Hammonds Leute haben beim Austausch der Amphibien-DNA einen Fehler gemacht. Und die falschen Leute eingestellt. Aber jetzt hat Hammond die richtige. Uns. Ich weiß nicht, was er an diesem Cable-Typen findet. Dasselbe fragen mich die Leute ihretwegen. Wirklich? Hm? Leute also? Leute wie Dr. Rockstar? Dr. Rockstar! So, wir sollen Fotos machen. Was ich brauche? Bilder von den Dinosauriern. Ich werde eine Liste der benötigten Fotos erstellen. Hätte nie gedacht, dass ich mal Dinos fotografieren würde. So, der schläft und die sich sozialisieren. Der Objektivdeckel. Wir gucken echte mal. Fotos. Ich denke dran. Diesmal. Hier haben wir doch genug Auswahl, oder? So, sozialisieren sich hier welche? Schlafen hier welche? Ich hasse ja Fotos machen eigentlich, ne? Ich kann mir echt gut vorstellen, wenn ich dort hinten hinknipse, dass da bestimmt was dabei ist. Auf jeden Fall hat es Geld gebracht. Absenden. Da war keiner dabei, der schläft oder so. Verdammt! Sozialisiert euch! Tut Dinge! Alle fressen hier nur. Ja, das heißt dann manchmal auch ein bisschen warten. Aber da kann man wenigstens mit euch ein kleines bisschen schnacken. Oh, guck mal dahin. Die sozialisieren sich doch, oder? Das ist aber ein schönes Foto. Ah, das bringt nichts. Ihr schnackt? Ich schnack nicht. Hm. Komm, das nehmen wir mal mit hier. Weil die hier nur am Fressen sind. So, was schreibt der Twisten hier noch? Ja, bin so glücklich. Showdown in Champions League so gut wie noch nie. Nach 2 Stunden waren die 49 rum da und wurde nur 4-mal angegriffen. Und meine 4 Sterne Bronze Randy und 3 Sterne Silber Lita. Ja, das hat ja, denke ich mal, ziemlich was damit zu tun, in welcher Liga man halt unterwegs ist. Für mich, bin ich ehrlich, war der Showdown die Hölle. Ich habe es zum Glück gepackt. Und die sozialisieren sich. Ich habe es zum Glück gepackt, meine 500 Ruhm halt zu machen. Guck mal, haben wir das schon mal, das Foto? Jetzt brauchen wir natürlich noch eins, der schläft. Wer hätte jemals gedacht, ein Foto eines lebendigen, atmenden Dinos schießen zu können? So, mal gucken, dass sich hier dann irgendwann mal einer hinlegt. Das ist dann natürlich immer so eine Sache. Aber wir haben Zeit. Ich bleib hier stehen. Nicht 740, 940. Habe ich 47 gesagt? Sorry, ich habe dich auch schon verstanden, Twist, ne? Habe jetzt fast die 900, die 500 geschafft um 9.03 Uhr. Das ist ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, ich meine, ich habe es gepackt. Ich werde mir auch den... Mir fehlt der letzte Meilenstein jetzt beim Showdown-Single-Contest, aber ich habe... Mich schockt das gerade nicht. Also, ich will das nicht machen. Ich genieße es jetzt, hier Jurassic World zu spielen. Alles klar, Yasmin. Guten Hunger. Ey, ich weiß, dass mich das damals auch aufgeregt hat, als wir das Let's Play haben auch. Dass man hier ewig wartet auf einen Dino, der sich hier mal hinlegt. Der Lee Powerhouse ist geil, aber eh unmöglich für mich. Ja, aber du musst mal so sehen, es ist ja ein Superstar-Release und da ist es natürlich immer schwer, die neuen Superstars zu kriegen, Twist, ne? Aber mit der Zeit sage ich nicht, dass man sie sofort dann kriegt und so, aber man kriegt sie dann auf jeden Fall leichter. Ja, die sozialisieren sich, das nehmen wir mal mit. Einfach schon wegen dem Gelde. Aber hier soll sich halt auch mal einer hinlegen.
Stromwarnung? Sturmwarnung? What? Jetzt sag, weißt du, was dann das Gemeine ist? Dann bist du dann hier unten und guckst hier und hier steht dann wahrscheinlich da, dass einer schläft oder so eine Späße. Was ist denn hier mit euch hier hinten eigentlich? Streift umher. Ja, ich sag mal, ist jetzt hier eh blöd. Hier, du bleibst mal schön da. Ja, Twisten, das muss man eh mal so sehen, wenn so neue Superstars released und revealed werden, dass mit der Zeit kommt man dann schon an die irgendwie dann vielleicht auch ein bisschen ran. Klar, ist manche immer mit Geld verbunden, aber nehmen wir mal ein perfektes Beispiel jetzt mit Broken Matt Hardy. Wo der released wurde, da haben Leute zigtausende Euro ausgegeben, um den eventuell zu ziehen und hat halt nie geklappt. Und jetzt hat man hier auch das Matt Hardy Event gehabt, da haben manche wirklich die letzten Splitter gekriegt für ihn. Und, oh, da schläft doch einer. Schläft. Jawohl, wir haben's ganz nebenbei. Das kommt in unser Archiv. Schönes Foto. Jetzt sollen wir Forschungsziel im Forschungszentrum Maßnahmen gegen Vermehrung. Hat zwei grundlegende Instinkte, die man trotz biologischer oder anderweitiger Manipulationen niemals überwinden kann. Erstens Überleben. Zweitens Fortpflanzung. Und durch uns Menschen kommt eine dritte Sache hinzu. Dominanz. Wir müssen ein Medikament erforschen, um die Vermehrung der Dinosaurier zu verhindern. Sie konnten sich auf der Insel eine Zeit lang frei bewegen. Das Bandwürmer, Tuberkulose, Tollwut. Ein Rekurrenzplot. Was ist das genau? Gegen Vermehrung. Obwohl die Welt ein ständiges Gut. Chaos ist, kann man Ereignisse vorhersagen, die... Meister Ron, ich grüße dich. Geht's dir gut? Auftreten. Ein Organismus, der den Fortbestand seiner DNA sichern will, ist ein solches Ereignis. Vielleicht hat das auch mit der tropischen Inselsache zu tun. Bei Brautpaaren funktioniert das ja auch. Könnte auch an der Nahrung liegen. Ja, vielleicht. Zieht man aber in Betracht, was einige der Dinosaurier verspeist haben, hoffe ich das eher nicht. So, wir haben das Forschungsziel hier gemacht. Gucke. Verabreichen Sie das Verhütungsmittel, testen Sie es an Dinosaurier jeder Spezies. Okay. Dinosauriervermehrung stoppen sollte. Dr. Malcolm, können Sie die Verabreichung organisieren? Ein Ranger-Team wird Sie mit Pfeilen beschießen, während ich das aus sicherer Entfernung begutachte. Nehmen diese Ranger-Teams hin und wieder Passagiere mit? Für Sie, Finch, machen Sie sicherlich eine Ausnahme. Jetzt drücke ich hier einfach auf Behandeln. Das ist jetzt natürlich die große Frage, ob das klappt hier. Weil der Witwenmacher gerade schreibt hier wegen diesem Unboxing-Video. Ich habe mir das ja auch jetzt nur kurz vorm Stream angeguckt, weil mich das halt einfach so interessiert hat. Aber jetzt ist hier natürlich nur Betäubungsgewehr und so eine Scheiße. Ich will aber... Ich will die ja behandeln. Okay, das hat ja super geklappt, ne? Ich glaube, ich muss auch ein bisschen näher ran. Ah! Den haben wir. Den haben wir. So, warte mal, jetzt fehlt uns noch der Triceratops. Nee, das hat wirklich... Ach, das war so ein schöner Tag. Und als ich mir dieses Video vorhin jetzt auch gerade nochmal angeguckt habe, war auch so richtig, man war wieder an diesem Tag so ein kleines bisschen, ne? Und hat sich wirklich daran erinnert, wie toll das halt wirklich war. Und einfach schön. So, die Lophosaurier sollen wir noch machen. Okay, dann machen wir das. Also wirklich, diejenigen, die das Video noch nicht gesehen haben, ne, gibt's euch. Ich habe auch für die, was echt eine Schande wäre, die Mirkus-Kanal nicht abonniert haben, habe ich das Video auch bei mir im Community-Tab mal reingehauen, dass ihr das dann auch findet. So, wir sollen die Lophosaurus noch behandeln. Upsalalala.
Oh, hier bin ich ja komplett falsch. Du hast es noch nicht gesehen, Süppchen. Das rennt ja nie weg. Es ist ja zum Glück auf YouTube. Das war doch hier... Och, ich fahre hier eine Pisse zusammen. Zum Glück kann man hier keinen umfahren. Zum Glück kann man hier nicht jemanden umfahren. Ah, da ist das Tor. Och, will da wieder nicht, dass wir hier langfahren, ne? Diese unsichtbare Wand. Fahren wir hier durch, oder? So. Die Lophosaurier. Jetzt ist nur die Frage, wo die hier so rumspringen gerade. Weil die greifen mich ja auch gerne an. Aha. Aha. Oh, das muss jetzt schnell gehen. Also. Hammer. Gebäudedefekt. Nein. Passiert wieder, Hammond. Nein, ich werde es nicht zulassen. Darauf haben Sie möglicherweise... Oh Gott! Finch, ich muss es wissen. Haben Sie einen Bericht? Es sieht so aus, als würde jemand die Computersysteme angreifen. Wir werden gehackt, John. Dr. Malcolm hat recht. Der fehlerhafte Code betrifft auch das Stromnetz. Nein, nein, nein. Sagen Sie nicht, die Tore sind geöffnet. Tut ja, nicht. Sind sie. Aber sie sind es. Der Schutz hat oberste Priorität. Für Dinosaurier und Personal. Jetzt komme ich hier wieder nicht lang. Oder? Kümmern wir uns um das Stromnetz. Das sollte bei der Sicherheit des Personals helfen. Und ich bin natürlich Personal. Ups. Der Programmierer härten in diesem, ja, wir haben Hektik. Finch, da ist schon einer draußen. Dabei die Belegschaft in Sicherheit zu bringen. Die Belegschaft. Natürlich. Das Personal. Dem ich zweifellos angehöre. Wisst ihr, wie ich das mache? Warum ist dieses Tor? Oh, scheiße. Leute, ganz cool bleiben. Aufgabe hinzufügen. Der soll erstmal das neu starten. Genau, und wo ist unser anderer? Weil ich will ja mit euch auch noch ein bisschen schnacken. Wo? Na gut, hier passiert zum Glück nichts. Jetzt habe ich doch hier irgendwo... Zum Glück kann hier eine Spider passieren, ne? Gut, Transportteam, der muss zurück hier. Setzen wir mal schön da hin, nicht, dass da irgendwas passiert. Gut, der eine rennt noch rum, da kümmere ich mich gleich drum. Wäre das der Bausimulator, wären jetzt einige Fußgänger hinüber und die Fahrgäste am Spucken bei dem Fahrstil. Ja, das ist sehr gut möglich, David. Bin aber auch wieder raus. Krankenschwester spielen, viel Spaß euch noch. Und falls man sich nicht mehr sieht, dir morgen guten Start wieder in deine Arbeitswoche. Süppchen, das ist lieb von dir. Und natürlich auch vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. So, warte mal. Jetzt ist hier der eine, der kehrt zur Basis zurück. Der muss hier aber... Wo ist er denn? Betäuben. Genau. Der soll den hier betäuben. Der Ranger Aufgabe hinzufügen. Müsst das Tor hier wieder. Gut, und da guck mal, da haben wir das doch auch gepackt, ne? Uns bringen die, kriegen die hier nicht klein. Der Chunk hat eingeschaltet. Ich grüße dich, mein Guter. Alles klar bei dir? So. Soll er die Tore? Guck mal dort unten rechts, Ferder. Seht ihr das? Da fährt er. Macht schön ganz. Ah, jetzt das Tor noch. Dann haben wir es doch. Spionageabwehr-Upgrade. Wir haben einige verbleibende Mängel in der Parkbetriebssoftware entdeckt. Ich frage mich, wie sie uns beim ersten Mal entgehen konnten. Sie haben die Löcher aber gestopft, oder? Es gibt eine neue Spionageabwehrsoftware,
die nur noch einige Testläufe benötigt. Na dann? Halten Sie die anderen Leute da raus. Mr. Hammond möchte dafür sorgen, dass die Dinosaurier in Sicherheit sind und sich wohlfühlen. Das sollte kein Problem sein. Klar. Krieg mal auch hin. Sollte kein Problem sein. Keine in Jurassic Park getätigte Aussage ist so häufig und so falsch wie diese. Das System wurde neu gestartet und die Tore funktionieren wieder. Jawohl!